Dr. Bettina Amrhein ist Professorin an der Universität Bielefeld an der Fakultät für Erziehungswissenschaften und sie beschäftigt sich schon seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema Inklusion. Das folgende Video entstand im Speedlab Digitale Inklusion der Bundeszentrale für politische Bildung. Bettina Amrhein sagt, dass der spezifische Begriff der digitalen Inklusion für sie ein weiteres Wortkonstrukt ist, das den Begriff Inklusion enthält. Aus ihrer Perspektive als Erziehungswissenschaftlerin berichtet sie, dass die pädagogische Praxis doch ganz anders aussieht. Aber wie versteht Professorin Amrhein das Digitale im Inklusionsdiskurs denn nun? In der folgenden Einheit wird sie erklären, wie Inklusion die Teilhabe am Unterricht fördert. Ich starte inflationärer Gebrauch des Inklusionsbegriffs. Was meine ich damit? Unheimlich viele meiner Kollegen machen da schon seit Jahren eigentlich darauf aufmerksam, dass was ganz Erstaunliches passiert ist. Wir haben uns nämlich von dem Integrationsbegriff verabschiedet und uns zum Inklusionsbegriff zugewendet. Alles ist eigentlich im Moment Inklusion, aber ohne eine klare Definition des Begriffs eigentlich vorzunehmen. Beziehungsweise wir reden auf sehr unterschiedlichen Ebenen, wenn wir von Inklusion sprechen. Ich zeige Ihnen gleich auch ein Beispiel. Wocken hat das auch schon lange gesagt, alle politischen Organisationen, Institutionen verwenden ohne alle Umschweife den international gültigen Begriff Inklusion. Da kommt er nämlich her, ist ein international schon seit vielen Jahren geprägter Begriff. Inklusion ist zu einem inflationären Allerweltsbegriff geworden mit unscharfen Konturen und mehrdeutigem Inhalt. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen provokant. Als ich die Anfrage hier bekam, las ich nur Speedlab, digitale Inklusion. Habe ich so ein bisschen geschmunzelt und habe gedacht, wow, die Wortschöpfung habe ich noch nicht gehabt. Was ist denn jetzt digitale Inklusion? Ja, ich bin jetzt einmal ganz ehrlich. Dann ging ich aber ins Gespräch mit Herrn Baumann und das war ein super hervorragendes Gespräch. Und die Fragen, jetzt einfach mal nochmal für Sie zum Durchlesen, finde ich genau die richtigen, die hier gestellt werden eigentlich. Sind auch die Fragen, die mich beschäftigen, also Integration, Inklusion, Partizipation, was jetzt? Ja, zu dem Begriff der Partizipation sage ich gleich noch was. Was ist denn eigentlich eine inklusive Didaktik? Wir haben da mal einen Sammelband zu veröffentlicht, schon vor 2, 3 Jahren, der sehr gut angenommen wurde, aber ich hatte damals ein ganz mulmiges Gefühl, weil ich dachte, wir haben doch eigentlich noch gar nichts. Also wir machen eigentlich nur noch mehr Fragen auf. Und wenn Sie die Fragen, die wir miteinander in der Vorbesprechung eben diskutiert haben, noch mal weiter runterlesen, sehen Sie eigentlich aus meiner Sicht eben sehr, sehr zentrale Fragen, ja, dieser großen Herausforderung zu begegnen. Also klar, eine neue Wortschöpfung. Ja, es gibt jetzt auch digitale Inklusion, aber aus meiner Sicht eben sehr, sehr zentrale oder wichtige Chancen eben auch dieser großen vielleicht Überforderungssituation auch zu begegnen, die wir aktuell in der Schule haben. Also das würde ich jetzt relativ schnell hier durchgehen, weil ich habe ja angekündigt, ich finde es wichtig, eben sich erstmal zu verdeutlichen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Inklusion sprechen. Ich habe es mir zu eigen gemacht, eigentlich schon vor langer Zeit, den international gebräuchlichen Begriff zu benutzen. Wenn Sie sich die UNESCO-Guidelines zum Thema Inklusion anschauen, dann finden Sie immer wieder diese Formulierung. Also es geht um alle Lernenden. Den Auszug, den wir eben gerade hatten, hat das eigentlich genau beschrieben auch. Also es geht keine Fokussierung auf eine Heterogenitätsdimension, sondern es geht darum, wenn wir über Inklusion sprechen, alle Dimensionen von Vielfalt im Blick zu behalten. Jetzt nicht erschrecken, viel zu lang, um ein Zitat oder um es auf eine Folie zu bringen. Deswegen habe ich die wichtigen Begriffe fett gedruckt. Für mich die am besten handelbarste, zutreffendste, auch international anschlussfähige Idee, inklusive Pädagogik zu formulieren. BIWA hat es 2009 schon getan und hier sehen Sie die zentralen Begriffe eigentlich. Es geht darum, Etikettierung und Klassifizierung, also der schwierige Schüler, ja, darauf zu verzichten, ja, diese vereinfachte Sicht, dieses Labeling, wie wir international sagen, eben aufzugeben im pädagogischen Handeln, in Schule, aber natürlich auch außerschulisch. Es geht um Partizipation in allen Lebensbereichen und es geht, und das ist der wichtigste Aspekt, um strukturelle Veränderungen. Ja. Es geht auch um die Arbeit am und mit dem Kind, aber es geht darum, die Strukturen, also Barrieren aufzulesen, die wir haben im System für Teilhabe oder auch Nicht-Teilhabe an Bildung. Das ist eben das, was ich Ihnen hier präsentiere, der sogenannte menschenrechtsbasierte Bildungsbegriff. Und der ist ganz, ganz, ist wie gesagt international anschlussfähig. Wir haben in unserem Land, in der nationalen Situation, reden wir oft von Inklusion, meinen aber, wie Hinz es mal gesagt hat, eher Desegregation. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Viele
Situationen, auch diese Publikation, die ich Ihnen eben gezeigt habe, verwenden den Begriff, haben aber ständig die Perspektive auf Inklusion. Wie integriere ich ein paar mehr Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in unser Regelschulsystem? Das ist eine sehr stark verkürzte Sicht eben auf inklusive Bildung. Es setzt sich aus meiner Sicht, und das habe ich eben auch gedacht, als ich dieses Vorwort las hier oder diese Guideline, die Herr Baumann zeigte, setzt sich aus meiner Sicht im Moment bei uns aber auch sehr stark durch, das deutlich auszuweiten. Hier ganz kurz nur, dass wir so ein bisschen auf einem gemeinsamen Nenner sind. Also es gibt kaum transformelle Sichtweise auf inklusive Bildung. Es gibt eine hochemotional aufgeladene Debatte. Und warum problematisiere ich das hier so stark? Aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch sich nochmal alte Forschungsergebnisse anzuschauen. So alt sind die zum Teil gar nicht. Das Update der Inklusion der Bertelsmann Stiftung hat 2014 wieder deutlich gemacht, dass wir es mit einem hohen Benachteiligungspotenzial in unserem Schulsystem zu tun haben. Ja, man vergisst das vielleicht manchmal, wenn man im System unterwegs ist, aber aus meiner Sicht darf man nicht müde werden, das immer wieder auch nochmal deutlich zu machen. Ich denke, Sie sind mit dieser Situation vertraut. Wir haben einen hohen Anteil nach wie vor von Schülern mit sogenannter Migrationsgeschichte an unseren Förderschulen. Vor allen Dingen der Förderbereich Lernen, den es international überhaupt gar nicht gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Ich bin ja viel in anderen Ländern unterwegs. Ist so in der Form in Kanada zum Beispiel überhaupt gar nicht bekannt. Es gibt keinen sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen dort, auch nicht in den skandinavischen Ländern. Bei uns sind 60-65% der Kinder mit attestiertem Förderbedarf Lernen, also eine sehr große Gruppe. Ja. Trotzdem, um hier auch zu versöhnen natürlich, weil wir eben sehr stark eben auch die Inklusionsdebatte sonderpädagogisch geprägt haben bei uns. Aus meiner Sicht ist es ein sehr entscheidender Teilbeitrag, bei uns Inklusion eben zu bearbeiten. Aber es ist, und deswegen habe ich es unterstrichen, ein Teilbeitrag. Ja. Sie finden, ich bin im Moment sehr stark, ein kurzer Exkurs, eingebunden in die Situation der sogenannten Flüchtlingskinder. Ja, auch ein Wort, was eigentlich, wie ich auch gelernt habe, nicht politisch korrekt ist, sondern man spricht von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. Wissen Sie, was gerade an den Schulen in NRW zumindest passiert mit dieser Situation? Lehrerinnen und Lehrer kommen zu mir, also gibt auch schon Zeitungsartikel in die Richtung und sagen, jetzt sind wir doch mit der Inklusion noch nicht fertig, jetzt müssen wir da auch noch mit den Flüchtlingen schaffen. Das ist genau das, was ich meine, das ist die Nation, weil wir sind da in so einer gewissen nationalen Gefangenheit, immer schön systematisch Gruppe für Gruppe abzuarbeiten. Meine Idee ist jetzt, und deswegen mische ich mich da auch ganz stark ein, warum denn jetzt wieder was Neues, wieder neue Lehrer ausbilden mit neuen Programmen in Extraräumen für neue Schülerinnen und Schüler? Warum nicht zu versuchen, mit dieser inklusionspädagogischen Perspektive, die ich Ihnen gerade präsentiert habe, und die übrigens auch gar nicht ja von mir ist, sondern die ist international völlig anschlussfähig. Das ist so, wie man international den Begriff auch prägt. Warum eben das nicht gemeinsam zu versuchen? Ja? Was nicht heißt, dass man nicht auch mal eine Klasse, einrichten kann, wo man erstmal Sprachförderung unter sich betreibt. Das sollte aber eine Situation sein, die sehr kurzweilig ist. Ja. Ist aber im Moment nicht so. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Bereich unterwegs sind. Es gibt die Flüchtlingsklassen und da sind ganz oft Tendenzen eben auch zu sehen, dass die nicht aufgelöst werden, sondern die bleiben unter sich. Ich weiß es aus Erzählungen auch aus dem privaten Kontext.